Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute zusammen Arcade Paradise an. Das Spiel ist auf Steam und kostet da gute 20 Euro. Ich weiß gar nicht, woher ich es habe. Irgendwie war es im Humble Bundle drin oder so. Zumindest sah es ganz interessant aus. Was es wirklich kann und worum es geht, kann ich noch nicht sagen. Ja, wir schauen einfach mal rein. Ist seit August 22 auf dem Markt und ja. Das Intro haben wir uns gerade angeguckt und dann wurden wir hier abgesetzt. So, fand die Maus, um mich umzusehen. Also Grafik, muss ich sagen, schon mal ganz nice. Kann man auf jeden Fall mit leben. Na gut, am Gras sieht man, da haben sie ein bisschen gespart, aber egal. Hier ist King Wash, keine Ahnung, ein Waschsalon. Hallo Ashley, hier ist dein Vater. Endlich. Willkommen im echten Leben mit echter Verantwortung. Mhm. King Wash war eine meiner ersten Investitionen in Grindstone. Keine besonders wichtige. Ehrlich gesagt, hatte ich diese Absteige bereits vergessen. Aber mit geschicktem Management kann vielleicht sogar ein undankbarer und launischer Teenager wie du daraus etwas machen. Ja, ist klar. Lass uns noch einmal die Grundlagen durchgehen. Pass gut auf. Nimm zuerst einen Korb mit Wäsche und lade ihn in eine leere Maschine. Hier ist ein Korb mit Wäsche. Okay, ich dachte, es geht um Arcade-Spiele. Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier Geld verdienen und dann später stehen im Hinterzimmer dann ein paar Automaten auf oder so. Keine Ahnung. Denk daran, dass Untätigsein verschwendete Zeit ist. Wartung und Reinigung liegen in deiner Verantwortung. Hebe jeglichen Müll auf und entsorge ihn. Es gibt einen Müllcontainer an der Seite des Gebäudes. Okay. Oh, das ist doch schon bisher ganz nett gemacht. Als Einführung. Die ganzen klassischen Sounds. Oh, sonst ist hier kein Müll mehr, soweit ich sehen kann. Hier können wir nicht rein. Ah, da hinten ist ein bisschen was. Cool. Sammeln wir den Müll ein, aber ich sehe gerade nichts mehr. Ach, da. Und jetzt sind wir dann so. Waschgangs warnt dich deine Uhr mit einem wichtigen Piepton. Entferne die nassen Sachen und gib sie in den Wäschetrockner. Okay. In den Trockner. Wegen bestimmten oder ist es egal? Oder ist das hier ein Trockner? Naja. Erledige als nächstes vielleicht noch andere kleine Aufgaben. Dein Lebensunterhalt hängt von deinem Ruf ab. Mit kaputten Maschinen, verstreutem Müll oder verstopften Toiletten verlierst du Kunden. Mhm. Niemand will in einen defekten, stinkenden Waschsalon kommen. Jetzt sehe ich es verstopft. Okay. Plunge that sucker! Sobald die Kleidung trocken ist, nimmst du sie heraus und legst sie für den Kunden zur Abholung bereit.
Vergiss nicht, dass ich dich im Auge behalte. Komm also pünktlich, halte den Ort sauber und spare nicht an den falschen Ecken. Ist jetzt schon nerviger Vater. Hör mal, Ashley. Ich weiß, in deinem Alter scheint die Reinigung von Kleidungsstücken wenig glamourös. Aber nichts im Leben ist geschenkt. Zeig mir nur einmal. So, PDA. Okay. Ausnahmsweise. Was gibt's hier noch? Konten. Dass du das hinkriegst und dass man dir vertrauen kann. Ansonsten, nun ja, die Verpackungsanlage kann immer frisches Fleisch gebrauchen. Und repariere die Toilette. Geh ins Büro. Und ein bisschen Müll sammeln. Aha. Viele Automaten und man kann sie alle spielen. Ansprache gehalten, jo. Es ist, als würde er mich bestrafen. Ich bin 19, bla bla, Waschsalon beaufsichtigen. Ich habe einen halben Abschluss. Ein Betriebswirtschaftslehrer. Einsammeln. Okay. Was sind Geldbehälter? Welche Geld? Ach so. Von den Automaten. Verstehe. Die Waschmaschinen sind münzbetrieben. Denkt daran, das Bargeld regelmäßig aus dem Münzautomaten zu nehmen und in den Safe im Büro zu legen. Okay, wir haben ja schon mal ein bisschen Kohle gemacht. Gibt's noch so ein Ding? Nee. Okay. Und dann bin ich safe. Drehen. Wie ist denn der Code? Geld im Safe kann ausgegeben werden. Na dann. Ja, ein Riesenvermögen. Okay, also sind wir ein Waschsalon- und Arcade-Spieler-Anbieter.
Öffne Card Mania und kaufe einen. Achso. Kann ich das öffnen? Ja, jetzt. Verkauft, verkauft, verkauft. So ein Puzzlespiel. Minenabenteuer. Ach, das klingt lustig. Morgen wird mein neuer Automat geliefert. Cool. Was gibt's hier? Noch keiner. Wie komme ich hier raus? Habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja, so geht's. Kann man die nicht irgendwie schöner hinstellen und hier aufräumen? Und da sind wohl irgendwelche Schlüssel verschwunden. Sobald man sich einer Person nähert, wird die super unscharf. Das ist ja komisch. Aufgaben. Doch keine. Sie wollen ihre ekligen Kaugummis hinkleben müssen. Aber sonst ist das Spiel bisher nicht schlecht. Rang S Müllenseitigung. Oh. Ich hab ganz vergessen, dass ich das machen muss. Normalerweise kennen die es von den Western Longs, dass die Leute das selber machen. Dafür zahlen sie ja Kohle. Aber was soll's. Wir sind mal nicht so. Toilette ist sauber, sehr gut. Die Kisten hier, die stören mich. Aber was soll's. Kann man hier auch Kohle holen? Ne. Hier geht das nicht. Ah, da oben läuft die Zeit ab. Echt jedes Mal.
Jedes Mal den Safe öffnen mit diesem Code. Schon blöd. Niemand da. Hallo Ashley, hier ist dein Vater. Endlich. Willkommen im echten Leben mit echter Verantwortung. Okay. So, gleich ist die Wäsche fertig. Da muss noch ein Trockner. Wie viel Uhr haben wir denn hier? Steht hier gar nicht. Also das hier sind wahrscheinlich die, wo die Leute selber nutzen können. Da gibt es diese Münzdinger. Aber da gibt es auch Münzdinger hier. Aber keine Ahnung. Oh, da ist nochmal welche. Ah, hier können wir sie auch reintun. Dass die Uhr mit den Waschmaschinen gekoppelt ist. So, das gibt's hier noch nicht in der Realität. Ja, noch mehr welche. Ganz schön was los. $3 haben wir hier drin, hier $5. Ja, $7. Geht voran. Ganz echt blöd, wenn man sich nähert, dass die dann so matschig werden. Das ist kacke. Das gefällt mir wiederum nicht so. Vergehen die Minuten? Achso, die Waschprogramme sind wahrscheinlich Stunden. Kann man die Zeit nicht beschleunigen? Hat er da nicht irgendwas gesagt? Na gut. Ich würde sagen, da hat man schon fast alles gesehen. Also, das ist der Waschsalon. Hier hinten haben wir unsere kleine Arcade-Halle. Und ich wette, irgendwann kann man hier diese Tür öffnen. Und dann erweitert man das bestimmt. Guck mal hier an. Ja, da geht's rüber. Und dann gibt's das Gebäude. Ich glaube, das wird auch nochmal eine riesige Arcade-Halle. Oh, hier ist zu Ende. Wahrscheinlich ist dann hier der Eingang. Da hinten rum kommen wir da hin. Ja, auf jeden Fall wird es da noch was geben, wie man es weiter erweitern kann. Neue Automaten, alles. Aber nicht schlecht. Gut, ich würde jetzt sagen, aktuell so 20 Euro finde ich schon ein bisschen viel. Für einen 10er würde ich es mir auf jeden Fall mal gönnen.
zwar gesehen, Grafik ist auf jeden Fall nicht schlecht. Steuerung auch 1A. Mit dem ganzen Minigame-Arcade-Gedöns. Hallo? Trocknen zu Ende. Ja, dann machen wir die ganze Wäsche noch fertig und dann machen wir hier Feierabend. Aus dem Trockner. Ach, da kann ich es stellen. Rang A. Gut, dann würde ich sagen, war das die Review. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt zu dem Spiel, schreibt es in die Kommentare oder schaut es euch mal auf Steam an. Link ist ja unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao.